Du wolltest schon immer mal sehen, wie du mit einem Zahn weniger im Mund aussiehst. Nein? Egal, ich zeig's dir trotzdem. Hallo, ich bin's Kim Lian und heute teste ich mit dir zusammen Pinterest Beauty Halloween Hacks. Das haben sich unter meinem letzten Video ganz viele gewünscht in dieser Halloween Edition. Und ja, es haben nicht alle so einfach wie ich zu Halloween. Ich brauche einfach nur ungeschminkt rausgehen und die Kinder rennen schon schreiend vor Angst davon. Aber wenn es dir nicht so geht, dann hoffe ich, dass hier ein paar Make-up-Tipps dabei sind, die dich in unter 1 bis 5 Minuten laut Pinterest ein bisschen Halloweeniger aussehen lassen. Los geht's! Für den ersten Make-up-Gag brauchst du in erster Linie einfach einen Uhu-Stick. Und zwar bitte einen, der verträglich ist und kindersicher sozusagen, weil dann ist er frei von bösen, giftigen Stoffen. Und dann können wir uns den bedenkenlos in die Fresse klatschen. Zuallererst soll man sich ein Stück vom Kleber abschneiden. Super professionell mit einer Nagelschere. Dann befeuchtet man seine Finger, damit der Kleber nicht festklebt an der Hand. Das Ganze formt man dann, bis es so eine Creme ist. Und dann kann man das in seinem Gesicht anbringen, wo auch immer man die Wunde haben will. Tada! Und dann nimmt man noch ein bisschen mehr Kleber für die andere Hälfte der Wunde, weil dazwischen muss ja ein Spalt Haut sein, wo man dann das Blut sozusagen einfügt. Das sieht jetzt schon aus wie die übelste Krankheit. Das Ganze soll man jetzt mit einem Föhn trocknen. Sexy. Zimmerlung hoch 1000. Ich werde das jetzt abdecken mit einer Camouflage und jetzt hier rundherum mal so ein bisschen mit schwarzem und rotem Lidschatten. Der nächste Schritt, und zwar nehmen wir einen Kajalstift, damit man so ein bisschen so einen krustigen, getrockneten Bluteffekt kriegt. Jetzt kommt ein bisschen dunkles Lipgloss rein, plus ein bisschen knalligeres Rot für das frische Blut. Tada! Also ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen Special Effect Make-up mäßig. Das ist dann das fertige Ergebnis und ich finde, das sieht richtig crusty und widerlich aus. Schreib du mir bitte mal zu dem jeweiligen Hack dann immer deine Meinung unten in die Kommentare. Ich persönlich sage Daumen nach oben dafür. Weiter geht es mit einem blutigen Halloween-Hack. Gut, das erste war auch blutig, aber egal. Das Ganze soll dann aussehen, als hätte dich irgendwie Jack the Ripper oder irgend so ein gruseliger Mörder angegriffen, weil du dann am Ende hier so eine blutige Handschliere entlang haben sollst. Und da gibt es zwei Methoden. Entweder du nimmst dir einfach ein bisschen roten Lidschatten, vermischst das Ganze mit Wasser oder Setting Spray, oder du hast, so wie ich, noch irgendwo ein künstliches Blut herumliegen von irgendwie vergangenen Halloween-Zeiten. So, sieht doch schon wunderschön blutig aus. Und dann soll man sich das einfach entweder an die Kehle tun oder hier so über die Wange. Also es gibt von mir auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben dafür. Ich hätte nur vielleicht die restliche Hand auch voller Blut machen sollen, damit hier unten dann die Handfläche noch so dran ist. Dann sieht es noch mehr nach Hand aus. Aber ich finde es auch so ziemlich geil, vor allem für einen ersten Versuch. Bedenk das, wenn du es nachmachst, dass du die ganze Hand blutig machst, dann ist es wirklich sehr, sehr gruselig auch. Als nächstes versuchen wir, die Augen ein bisschen gruseliger aussehen zu lassen. Dafür nehme ich mir einen roten Lidschatten. Alles darunter wird schwarz mit Kajal, Lidschatten, Eyeliner, was dir am sympathischsten ist. Und ganz unten malst du dann so Tränen hin. Das ist das Ergebnis. Und es sieht echt gruselig aus, oder? Erinnert mich so ein bisschen an so einen Snapchat-Filter, der dann plötzlich einen so mega krass erschreckt. Keine Ahnung, was das hier darstellen soll. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was all diese Hacks zusammen für ein Monster sein könnten. Was für einen Namen würdest du diesem, was auch immer, wie ich jetzt aussehe, geben? Der kreativste Name gewinnt, den werde ich dann auch in den Kommentaren verkünden. Also ich bin gespannt auf deine Idee. Kommen wir jetzt
zum nächsten Hack. Man nimmt sich wieder Blut oder roten Lidschatten mit Wasser gemischt, packt das auf eine Zahnbürste, weil einen Pinsel wollen wir ja nicht versauen. Und dann bespritzt man einfach nur sein Gesicht ein bisschen damit und hat dann ja so ein paar Blutspritzerchen überall. Tada! Und das kann man dann natürlich auch über größere Flächen einfach machen, so über die Hälfte des Gesichts oder so ein Strich über die Mitte des Gesichts. Da sieht man aus, als hätte man jemanden so aufgesliced und das Blut wird also hingespritzt. Ja, ich schaue zu viel Quentin Tarantino-Filme. Ich habe so Angst, dass ich heute Albträume kriege. Du wolltest schon immer mal sehen, wie du mit einem Zahn weniger im Mund aussiehst. Nein? Egal, ich zeig's dir trotzdem. Vielleicht kommt man ja auf den Geschmack und will das dann regelmäßig tragen, weil es so ausgefallen aussieht oder so. Hierfür trocknen wir einfach den gewünschten Zahn ganz, ganz sorgfältig ab, tragen dann ein bisschen festen Gel-Eyeliner auf dem Zahn auf und föhnen das Ganze wieder trocken. Yes, es hält. Soweit. Mal gucken, wie lange es hält jetzt noch während diesem Video. Aber ich finde den Look ganz geil, ehrlich gesagt. Gefällt mir. Gefällt mir, ja. Weiter geht die wilde Fahrt mit dem nächsten Pinterest-Hack. Ich komme ja mittlerweile gar nicht dumm vor. Für das sogenannte dritte Auge, das wir jetzt hier oben installieren werden, brauchst du einfach ein Blatt Papier und einen schwarzen Stift plus einen blauen, je nachdem, ob du noch eine Augenfarbe dazu haben willst. Schneidest das Ganze aus und wirst es dann mit einem Wimpernkleber an deine Stirn kleben. Sieht noch relativ unrealistisch aus. Deshalb kommen jetzt laut Pinterest auch noch falsche Wimpern dazu, wo wir ein Kränzchen oben hinkleben und eines unten. Yeah! Wie geil ist das denn? Also es sieht nicht super realistisch aus, das Auge, aber ich glaube, wenn man ein Foto von einem echten Auge nimmt, sich das ausdruckt und dann die Wimpern drauf klatscht, dann ist es richtig geil. Und aber auch so, finde ich, ist es voll witzig und ausgefallen. Habe ich so noch bei keiner Halloween-Party gesehen. Und alle in den Kommentaren jetzt so: Illuminati, sie hat ein Auge auf der Stirn. Es ist auch dafür wieder ein Daumen nach oben. Ich finde es irgendwie krass, in diesem Testvideo war kein einziger wirklicher Fail dabei. Ich finde es krass, dass der Zahn immer noch hält. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben von dir, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Und schreib mir unbedingt mal deine Kostümidee oder Make-up-Idee für dieses Jahr in die Kommentare. Ganz egal, ob du Halloween dann letztendlich tatsächlich feierst oder nicht. Ich freue mich auch, wenn ich dich in meinem eigenen Schmuck-Online-Shop sehe oder auf Instagram, Facebook, Twitter und Snapchat verlinke ich dir unten in der Infobox. Du kannst mich auch gern kostenlos abonnieren und ansonsten sehen wir uns in meinem letzten Video oder dann im nächsten. Tschüss!